Und Robin, dann. wie willst du suchen? Ach nee, du suchst ja nur Ephadaios, ne? Erstmal den Weg zum Hafen und den sollte Romilly doch hoffentlich mittlerweile finden können. Ja, das ist kein Problem. Sinnschärfeprobe, nicht erschwert, und dann kannst du Ephadaios finden. Achso, Weg zum Hafen, wie gesagt, da warst du gestern schon, auch wenn es dunkel war. Ja, und du siehst ihn da wohl so ein bisschen mit ein paar Bornländern feilschen, hat wohl auch ein paar Probleme mit der Sprache, aber mit Händen und Füßen wird das wohl irgendwie klappen und versucht die gerade so ein bisschen abzuwimmeln, weil ja, werden wohl auch gerade ein bisschen lauter und denen fehlt wohl gerade das Geld. Dann tritt Romilly doch mal von der Seite her an Ephadaios ran, räuspert sich dann kurz. Euer Gnaden? Ah, Fräulein, Romilly. Romilly. Ich habe euch heute Morgen gar nicht gefunden. Wir sollten nicht mehr so lange hier bleiben. Wir sollten zurück auf die Hohe See. Nun, ich fürchte, eure Anwesenheit wird erst einmal im Rathaus gewünscht. Ist unsere Kontaktperson eingetroffen? Dort waren wir gerade. Oh. Am Und was gibt Hof. es jetzt im Rathaus zu besprechen? Das werden wir im Rathaus erfahren. Aber Na gut. offensichtlich schlägt unser Besuch hier reichlich hohe Wellen. Aber kann man euch hier behilflich sein? Ah, ich habe mich etwas umgeschaut. Wenn wir wieder in die See stechen sollten, brauchen wir etwas mehr Ausrüstung. Aber puh, mit dem bornländischen Dialekt hier, also. Ein paar Worte habe ich schon aufgegriffen, aber naja. Nun, dann sollten wir. Wer war das noch, glaubt? Ich glaube, Ritter Ukta verstand doch die Sprache hier recht ordentlich. Dann sollten wir gemeinsam mit ihm nach dem Besuch im Rathaus einmal die Geschäfte tätigen. Das, ja. Gut, na dann wollen wir einmal. Hier ist der. Ich glaube, es ist die Richtung. Mein Vater aus deutet vielleicht nicht in die richtige, aber auf jeden Fall weg vom Hafen Richtung. Nein, ich denke diese Richtung. Erst einmal in die Stadtmitte. Mir ist gesagt worden, jede der großen Straßen führt dorthin. Nun, da können wir uns ja wohl kaum verlaufen. Wenn man hier den Horizont nicht am Ende des Himmels halt sehen kann, bin ich hoffnungslos verloren. Keine Sorge, wir finden unseren Weg schon. Gut. Aber habt ihr denn bis jetzt finden können, was ihr benötigt? Ah, ich, unser einer Bordsmager, der Jasper, der Wandler, wollte aus dem Neckarkraut etwas für die kranken Männer brauen. Ich hoffe, das ist ja noch nicht ganz klar, ja. Er war schon vor uns auf der Arche und wie genau seine Position dort war. Ist noch nicht geklärt, deswegen. Nun, Ritter Jarlan wollte ihn einer Gerichtsbarkeit überführen und das Urteil muss wohl erst noch gefällt werden. Und sollte er nicht zurückkehren, muss sich ja irgendjemand um die kranken Leute kümmern. Ich hatte Ausschau gehalten nach einem Kräuterkochbuch, aber bisher ohne Erfolg. In dem Bereich bin ich selber nicht sonderlich bewandert. Ja, ihr kommt ursprünglich nicht von einer Küstenregion, nicht wahr? Und ich komme aus Riva. Ah, also. Nun, das ist aber. Wie seid ihr denn hierher gelandet? Eine lange Geschichte. Hm, bestimmt. Ich hatte meine Sehr. Gründe, die Heimat zügig zu verlassen. Und war es die blutige See, die euch hierher gelockt hat? Wohl kaum, oder? Oder seid ihr der Suche Nein. nach Abenteuer? Nun, ich hatte gehört, dass es auf Maraskan eine sehr interessante Tierwelt geben soll. Maraskan. Nun, wenn ihr lange genug lebt, die Tierwelt dort zu bestaunen, bestimmt gibt dort nicht nur riesige spinnenartige Wesen, sogenannte Marasken, sondern es gibt dort auch Schildkröten, die nun sehen aus wie Schildkröten, sind aber mehr eine Seeschlange mit Panzer.
sind äußerst interessant. Die Sümpfe dort kann ich euch nicht im... Naja, ich selbst war vor... wann wird es gewesen sein? Unter einem Mond noch auf Maraskan. Bin ganz froh, dort wieder weg zu sein. Ja, auch der Herr Ritter meinte, es wäre kein angemessenes Reiseziel. Rommelig schmunzelt dabei. Aber wir wollten jetzt die anderen nicht länger warten lassen. Nein. Gut, die ersten zwei können das Rathaus. Die ersten zwei können das Rathaus erreichen, gar nicht das Problem. Stadtmitte werdet ihr finden, Marktplatz und davor das riesige Rathaus. Jalan, du hast noch eine Aufgabe. Ja, da habe ich mich auch wieder schön in die Ecke buxiert. Mhm. Ich gehe auf die Straße. Fange einfach an, mich durchzufragen, wo wollen Leute mit wenig Geld hingehen, um sich zu amüsieren. Привет, что ты хочешь? Какие? Ritter Jagold, was sagt er? Jorlak helfen Menschen. Goblin, du sprichst ja Reti, richtig? Jorlak gut Reti. Jorlak guter Goblin. Wo finde ich denn das billigste Bordell in der ganzen Stadt? Jorlak helfen. Komm mit. Er watschelt in Richtung Westen. Ja, aber das... Und... Das billigste, in dem es keine Goblins gibt. Jorlak. Und damit geht die Reise in Richtung Süden, grob zum Hafen. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich ausgeraubt oder abgestochen, aber besser wird's nicht. Hast du Gefahreninstinkt? Nö. Gut, dann würfel ich jetzt einfach mal. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Leider nur 4. 4, okay. Gib mir mal einen W10. Das hier müssen W10 sein. Ja, okay, du erreichst das Bordell. Ragnar, wie heißt denn das Bordell? Rajas Gelüste. Ja, Jala, du hattest was gemacht, nachdem du fertig warst? Ich wollte rausgehen. Rausgehen, okay. Also Ogden einmal bezahlen und dann stellst du dich davor. Ja, okay. Nö, ich würde dann noch weitergehen, aber wenn er mal rausgeht, das können wir auch machen. Ja, nee, okay, dann kannst du rausgehen. Ogden ist immer noch drin und Jalan kommt auf dich zu. Weil so viel Vorsprung hattest du gar nicht, gerade wenn du noch auf dem Markt irgendwas kaufen wolltest. Genau. Ach, da seid ihr ja. Jorla, gut gemacht. Er hält die Hand auf. Gib dem kleinen Ding doch bitte eine Münze, ja? Jorla, gut, der Goblin. Ja, also falls ich kein Rückgeld gekriegt habe oder sowas, dann würde ich ihm jetzt eine Dukate geben, aber wenn ich Kreuzer habe, dann gebe ich ihm Kreuzer. Er schnappt dir jetzt die Dukate aus der Hand, also, beziehungsweise hast du gerade den Beutel aufgemacht. Er schnappt da so mit seinen großen Fingern rein und zieht sich eine Dukate raus. Ja, dann schnappe ich seine Hand aber zurück. Jorla. Nicht die Münze. Darf ich nochmal rein und gebe ihm, keine Ahnung. Ja, falls ich Kreuze habe, gebe ich ihm Kreuze. Ansonsten die gute Karte wieder ab und sag, der da bezahlt dich. Okay, gib's ihm Kreuzer. Gut. Er blickt einmal so ein bisschen die Zähne und zeigt dir das große Gebiss. Beziehungsweise nicht Ragnar, sondern eher Jalan und geht dann verschwindet in den Gast. Sag mal, Ragnar, wo habt ihr eigentlich das Geld her? Hat man euch auf der Reiche jetzt nicht abgenommen? Doch klar, aber ich hab's schon wieder gefunden. Und da war nur euer Geld. Und kein anderes. Doch, da war noch ein bisschen mehr. Sag und ihr dachtet nicht zufällig daran, das irgendwann mal zu erwähnen. Natürlich. Aber ich wusste nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie Geld braucht. Hättet ihr mir was gesagt? Ich hätte euch natürlich informieren können, dass ich mein Geld wiedergefunden habe. Es sollte eigentlich eine eher kurze Reise werden, aber wir werden früher oder später zumindest Nahrungsmittel kaufen müssen. Also wenn ich das grob überschlagen würde, was ich da unten gefunden habe, mein Vermögen natürlich abgezogen, dann waren das wahrscheinlich so 14.500 Dukaten.
Erlands gutes Auge zuckt so ein wenig. Wir sind beide, glaube ich, nicht so gut mit dem Rechnen. Wie viel sagt er dir? Ich heb mal 1, 2, 3 alle 10 Finger hoch und sag, das mal 1000 und dann nochmal 4 davon. Würfel mal eine Rechnenprobe. Da. Ja, 14.500. Das klingt viel. Auf jeden Fall mehr als ich Geld habe, ja. Ja, dann du darfst mal eine Magic-Gernis-Probe machen. Muss ich? Ich will ihm eigentlich glauben. Aber ich eh nicht. Nun, das klingt ziemlich viel. Ja. Macht euch da mal einen genaueren Überblick drüber, wenn wir wieder auf der Reiche sind. Wir werden es dringend brauchen. Na klar, ich bin jetzt ja der Schatzmeister. Genau, Wascha ist ja leider fort. Ja, wie dem auch sei, komm mit, wir werden im Rathaus erwartet. Rathaus? Warum das denn? Die angeblich oh so wichtigen Herren der Stadt wünschen, uns ihren Willen aufzuzwingen. Ihr wisst, wie das ist. Vielleicht ja weißt so du auch nicht unbedingt, wie das ist, aber naja. Noch mehr Adlige wie du, oder wie? Eben nicht. Können sie nicht ganz so schlimm sein. Da kriegt er einen bösen Blick für, aber keinen weiteren Kommentar. Na, dann läuft man neben ihm her. Oh, geht's zum Rathaus? Irgendeine Melodie vor sich hin. Je nachdem, wenn unsere Kameraden bereits da sind, auf die zu, ansonsten wird gewartet. Ach ja, aha, Myria wird eingesammelt. Ihr findet die anderen davor. Okay. Ah, euer Gnaden. Schön, dass ihr doch noch auftaucht. Ach, Erlan. Ich habe gehört, ihr habt unsere Kontaktperson schon treffen können. Haben wir. Ich weiß nicht, ob er euer Fehlen überhaupt zur Kenntnis genommen hat, aber ich selbst war ein wenig besorgt. Ich sehe, Prentigian trägt noch das schwarze Schwert. Und es wird bis auf weiteren in eurer oder seiner Obhut verbleiben. Gibt es denn neue Befehle? Nicht so recht. Ja, tun einfach, was wir bisher getan haben, nur werden wir unsere Ziele jetzt wohl selbst suchen müssen. Das klingt gar nicht schlecht. Aber was hat's jetzt hier mit... Was sollen wir hier beim Rathaus? Nun, scheinbar hat sich unsere Anwesenheit bereits zu den wichtigen Leuten in der Stadt herumgesprochen. Und sie wünschen, dass wir in ihrer Aufwartung machen. Wir werden sicherlich versuchen, uns den ein oder anderen Befehl in die eine oder andere Richtung zu geben. Oder zumindest Dinge aus uns herauszuquetschen, die sie nicht wissen müssen. Hoffentlich wissen sie nichts über das Schwert. Aber ansonsten, ich meine, wir können ja jede Hilfe gebrauchen, nicht wahr? Das ist leider wahr. Gut. Ragnar! Ja? Ich erwarte, dass sich darin alle von der allerbesten Seite zeigen. Na klar. Du blickst so auf Ragnar, siehst, wie verschmiert seine Haare sind, von Unwasser, von Öl getränkt. Er stinkt widerlich und ja, hat sich jetzt so einen Zobelpelzmantel übergeworfen, um ja, das so ein bisschen zu verbergen, aber... Ich meine, wir sehen alle nicht besser aus. Ich deute dann auf meine linke Seite. Das ist eigentlich meine Schokoladenseite. Und wo habt ihr denn den Umhang gelassen, den ich euch zur Verfügung gestellt hatte? Oh, den habe ich hier noch irgendwo. Ja, Ragnar kramt dann mal in seinem Rucksack. Danke. Ja, genau. Also, ja, Fräulein Romilly, würdet ihr uns begleiten? Ihr wart doch schließlich mit auf dem Schiff vom Korvettenkapitän. Natürlich. Der Kapitän Jarlan hatte ohnehin angeboten, mich weiterhin auf dieser Reise mitzunehmen. Das ist gut. Eure Vögel können sicher viel weiter schauen als wir.
Also dann, lasst uns die Herren nicht weiter warten lassen. Gut, treten wir ein. Ausgezeichnet. Mit wehendem Umhang und wallendem Lichterhaar. Oder ja. Zerschlagen und verschmiert, je nachdem. Das Rathaus befindet sich auf der Nordseite des Marktes, könnt ihr auch auf der Karte sehen, und beeindruckt mit seinen Sandsteinfiguren, eine geschmückte Fassade und insgesamt 6 Giebel, die es hier gibt. Ihr könnt dann durch das große Tor, das Portal hindurchtreten. Ein roter Teppich, der hier ausgelegt ist. Und hier gibt es dann auch mehrere Schilder, die dann zu Ratssälen und zu einer Konsulei oder so etwas verweisen. Verschiedene Gebiete. Und wenn ihr dann dort steht, so ein bisschen unwissend, direkt vor euch so ein kleiner Podest, sag ich mal, beziehungsweise ein Tresen, den man hier vielleicht von so etwas wie einem Hotel kennen könnte. Und dahinter steht dann eine Frau mit einem Zwicker auf der Nase. Rückt ihn sich noch einmal zurecht und begutachtet euch einmal. Prius zum Gruße. Prius zum Gruß. Das ist mein Gefolge. Wir werden erwartet. So, so. Also gut, ihr werdet in Ratssaal 3 wohl erwartet. Kann ich euch noch etwas zu trinken anbieten? Es wird wohl vielleicht etwas länger dauern. Erzählen, was für Gesellschaften heute kommen werden? Sie sind bereits alle da. Können Sie mir sagen, was für Gesellschaften bereits da sind? Die Räte aus unter anderem der Halle des Quecksilbers, ein paar Kapitäne, eine Dame von der Nordlandbank, verschiedene Kontorleitungen, die Vertretung von der Salamander-Akademie, die Effortkirche, die Priorskirche. Seht es euch doch bitte selber an, ihr werdet erwartet. Alles klar. Nun, dann lasst doch wieder ein wenig Wein hinaufbringen. Wir werden dann wohl mal gehen. Ja, sie deutet die Treppe nach oben und ihr könnt dann der Einladung folgen. Geht dann da so ein 2-3 Stockwerke nach oben. Auch die Treppe ist hier mit rotem Teppich ausgekleidet. Und hier könnt ihr dann einen ziemlich großen Saal erkennen, der dann auch so ein bisschen abschüssig abfällt, so wie eine Art Hörsaal. Und dort unten sitzen dann in einem O, wenn man so möchte, beziehungsweise ein U, verschiedene Leute, die sich dann gerade anschreien. Und wenn ihr gerade reinkommt, hören sie einmal auf und schauen in eure Richtung. Ein Mann kommt auf euch zu, den ihr schon unter anderem von gestern Nacht kennt, Piotril Syrjalovo. Das ist derjenige, dem ihr Jasper den Wandler gegeben hattet. Dieser Mann mit krausen Haaren eilt auf euch zu. Ah, schön, schön, kommt ran. Ich habe bereits alle versammelt, es eilt. Wir können eine solche Diskussion nicht auf später vertagen. Und dann geht doch voran, es eilt immer. Wagner würde jetzt wahrscheinlich gerade so 3 Zentimeter wachsen, weil er sich voll aufrichtet. Dann mit stolz geschwellter Brust da an den Leuten vorbeilaufen und den einzelnen Leuten zunicken, irgendwas zu sagen. Ja. Wir haben hier unser U, was sich aktuell gebildet hat, und ihr dürft dann hier Platz nehmen, sodass das O dann geschlossen wird. Ja, wie ihr euch hinsetzt, ist mir quasi egal. Also das ist jetzt hier kein Richtpult oder sowas, sondern ich kann das auch einmal rüberziehen. Macht das, glaube ich. Ist dieser große Stuhl da so richtig? Ja, also aktuell ist der Richter nicht vor Ort. Muss gerade mal schauen. Priorskirche ist nur beratend da. Ich würde mich, wenn möglich, auf diesen dicken Stuhl da setzen, aber jetzt sitzen da ja Leute. Nein, also ich habe das jetzt gerade eben extra nochmal umgesetzt, also dass ihr dann, die sitzen dann eben hier in diesem U und ihr könnt euch dann auf die andere Seite setzen. Ja, Ein Stuhl für arme Abenteurer. Und während ihr euch dann setzt, stellt Piotril einmal die Anwesenden vor. Nun, mich selber kennt ihr ja, Zinnober Laboratorien, Vertretung von der neuen Spektabilität, Janova Dagonev. Sie ist aktuell die Leiterin der Halle des Quecksilbers seit einigen Tagen, Wochen, Monaten, da Rakurium Montagonis emeritiert ist. Sie nickt euch einmal zu, auch sie hat einen Zwicker auf der Nase und betrachtet euch einmal durch diesen. Ja, eine Ehre. Und auch ich... Ich gehe ihr zu.
Der Mann geht weiter und zu eurer ja, Verwirrung könnt ihr einen Goblin sehen, eine Goblina, die in blaue Gewänder gekleidet ist. Das ist Firunla, eine Firun-Geweihte, die aktuelle abwesende Firun-Geweihte, Hochgeweihte vertritt. Die nickt euch auch nur zu, die Goblin. Firun zum Gruße. Nickt ihr wieder zu. Das ist Hasswolf Ingrid schon. Er ist Zwafnir geweiht. Zwafnir zum Gruße. Das wohl, Junge. Dann grinst sie mal zu. Wenn man dann schon irgendwie was zu trinken da vor sich hat, dann wird man das auch mal so intusten und dann einen Schluck trinken. Ilscha Krasnakov, die Erzwissensbewahrerin der Stadt und des Bornlandes. Ja, also ich würde jetzt jeden von denen einmal begrüßen und ja. Also das ist quasi die höchste Hesinde-Geweihte hier im Bornland und ihr hattet ja bereits einen Erzwissensbewahrer von Manades Hand kennengelernt. Das war der Mann, der euch damals aus Kuntium weggeschickt hat. Also hohe Hesinde-Geweihte. Dann haben wir Nadjescha von Gulnitz, Priuskirche. Wir haben Vanjescha Karl Jensen, Meisterin der Brandung, die Effertkirche. Dann, die wird Effert aus eindringlich anstarren, wenn dann ihr Titel genannt wird. Ja, sie starrt zurück. Abschließend nickt er ihr dann einmal zu. Dann haben wir Arbert, der Zweite von Bollstedt, Vertretung für die Communio Rubio Salamandris, also den Roten Salamandra, eine alchemistische Gilde. Wir haben Arvid Störrebrand, die aktuelle Kontorleitung der Familie Störrebrand vor Ort, da sein Haupthaus aktuell verlagert wird. Dem grinst Ratner einmal sehr freundlich zu. Mach mal eine Überredenprobe. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, sagt er. Ja, er schaut so ein bisschen ab, hat sich gerade seine Finger angesehen, so ziemlich abwertend, so ein paar goldene Siegelringe betrachtet und blickt dann einmal sehr eitel auf, möchte man meinen. Scheint das wohl von dir aber auch gar nicht so richtig mitbekommen zu haben. Du magst ihn nicht. Er sieht viel zu reich aus und oh mein Gott, er sieht viel zu reich aus. Also ich mag ihn auf jeden Fall. Also dadurch wird das Grinsen nur von Ragnar breiter. Milota Zirkewitz, die Vorsteherin der Nordlandbank hier im Bornland und in Feste. Deine Augen werden noch größer. Nordlandbank. Ui. Und Larigidian Vorderbauer, ein rechtschaffender Kapitän, wie er immer wieder betonen versucht. Wieso auch immer er hier ist. Dann nickt er euch zu und würde euch einmal nach den Namen fragen für das Protokoll. So dass sich nach und nach alle von euch selber vorstellen. Also Myria und Jagold und Bredigian, wie sie alle heißen. Wagner hätte einen ellenlangen Titel. Ja, das könnt ihr euch gleich alles selber überlegen. Wenn du deinen Titel schon weißt, dann fangen wir damit an. Uff, ellenlang, warte. Fangen wir mit wem anders an. Ich muss meinen kompletten Titel zusammensuchen. Jalan, stell dich vor. Ein Ritter Jalan vom Schnattermoor. Und das ist mein Gefolge. Sie werden sich gleich selbst vorstellen. Er notiert. Öfferdaus, Sohn des Priokles. Ich bin Diener des Herrn der Gezeiten. Und schon auf der blutigen See unterwegs gewesen. Man nennt mich Ragnar den Drachentöter oder auch Ragnar Heldenmund Ogilson, Held der 100 Geschichten. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört, vielleicht habt ihr noch nicht von mir gehört. Ich bin ein legendärer Mann. Und keine Ahnung, also. Er schreibt alles mit, was du sagst. Sehr schön. Hey Ragnar, schreibst du nicht auch für den aventurischen Boten? Flüstert ihr Effadaios. Ich bin ein Held der blutigen See. Wie bitte, Effadaios? Schreibst du nicht auch für den aventurischen Boten? Freischaffend, ja. Ich bin freischaffender aventurischer Botenschreiber.
Du könntest jetzt auch noch erwähnen, dass du mit Hilfe der Ich Inquisition habe. einen finsteren Alchemisten ja, besiegt hast und einen finsteren Rittersmann und Also ja. ich würde meine gesamte Heldengeschichte aufzählen. Dann tu es. Ich habe einen finsteren Ritter besiegt, bezwungen mit meinen Worten und meinen Freunden. Ich habe den Bösewicht Aluris Mangraved zurückgetrieben. Ich habe Du siehst, auf wie Ma auf der Seite der Geweihten alle zurückzucken und auch der Mann von der Rubio Salamandris zuckt zurück und der Pjatril Sojeledov lässt einmal sein Klackbrett runterfallen. Verzeiht. Ganz kurze Frage. Wenn ich jetzt sage, dass ich auf der Seeadler mitgefahren bin, würde mich das zu einem illegalen Verbrecher machen? Versuch's einfach herauszufinden. Ich bin auf der Seeadler mitgefahren von Rate Ralsanin, als er noch nicht vom Reich verstoßen wurde. Wieder Notizen auf dem Blog. Ich habe Belharion Mennings Rüstung geklaut, während dieser Mann hier neben mir Ritter Jarlan Greifenmund von Schnattermoor ihm den Arm abschlug. Verzeiht, ich habe eine Zwischenfrage. Die Erzpräzeptorin, also die Hesindekirche, wird einmal die Hand heben. Wie alt wart ihr, junger Freund, als ihr damals auf der Seeadler unter Sani mitgefahren seid? Wenn ihr Ich sagt, war dass es noch. damals noch legal war? Ich würde gerne eine Geschichtswissensprobe machen, um da eine vernünftige Antwort drauf geben zu können. Ja, erschwert um 10. Du fühlst dich wie so beim Test, ne? Du kennst das noch aus der Preiaustag-Schule, wenn dann die. Ach, du warst eigentlich gar nicht so oft da. Ja, 2 Punkte über. Ja, das ist wahrscheinlich so 20, 30 Jahre her unter Reto. Uff. Du hast Mein Reto Alter nie sieht man mir nicht erlebt. an. In Wahrheit bin ich schon 40. Habt ihr euch ja gut gehalten. Überreden Das ist ist nicht. richtig. Wollt Überreden ihr nie. etwa die Frau anlügen? Jetzt erschwert um 5. Lügen, ja? Ja klar, es ist sowas von gelogen. Weiß doch gar nicht, wie alt ich bin, Jarlan. Weiß aber sehr wohl, dass du Sani noch nie getroffen hast, als du 10 warst, wenn du 40 bist. Vielleicht hat er mich einfach nicht wiedererkannt. Die Sinnegeweihte macht sich selbst ein paar Notizen. Hoffentlich habt ihr mir das geglaubt. Ja, Surjelofo, schwieriger Name, geht dann einmal weiter. Du bist zwar gerade noch am Reden, aber es scheint ihn nicht mehr zu interessieren und tritt dann an Romilly an. Und ihr seid? Ja. Überlegt kurz so. Atmet dann einmal tief durch. Edle Romilly Mac-Aran aus Riva. So, edle. Scheint zu Ja. nicken, notiert sich das auch und wird dann weitergehen, wenn du nichts sagen willst. Nö, sie äußert sich nicht weiter dazu. Ja, dann tritt er wieder zu der Bank mit Dagonef, der Spaktibilität-Halle des Quecksilbers. Wagner würde dann auch irgendwann seinen Redeschwall aufhören und ein wenig enttäuscht wirken, dass das nicht mehr mitgeschrieben wird. Arvid Störrebrand erhebt sich. Knackt noch einmal mit seinen Knöcheln, Ring behändet. Also, wir wollen hier nicht lange herumreden. Wir sind sowieso schon etwas länger hier und haben euch erwartet. Schön, dass euch unsere Nachricht doch noch erreicht hat. Ja, da sagt ihr nichts. Auch egal. Also, ihr seid im Besitz einer Dämonenarche. Wie kam es dazu? Wir stürmten die Arche, töteten den Kapitän, zwangen sie unter unsere Kontrolle. Nächste Frage. Ihr und welche Armee? Was heißt, ihr habt eine Arche gestürmt? So etwas ist nicht möglich. Selbstverständlich ist es möglich. Der lebende Beweis steht vor euch. Du kannst sehen, wie die nein, nicht die Kontorleitung, die Milota Zirkewitz, Nordlandbank, neben ihm einmal so in den Raum einwirft. Ist sie zu verkaufen?